Nach Vergewaltigungsschlagzeilen, die Miniserie über Weihnachten mit Luke Mockridge wurde von der Liste der Nominierungen des Comedypreises 2021 gestrichen. Dies hat der Geschäftsführer des Cologne Comedy Festivals Ralf Günther in einem offiziellen Statement bekannt gegeben. Aufgrund der öffentlich geführten Diskussionen sind das Cologne Comedy Festival, SAT. 1, Netflix, Brainpool Pictures und Luke Mockridge als Co-Produzent übereingekommen. Dass die Produktion über Weihnachten von der Nominierungsliste des Deutschen Comedypreises 2021 genommen wird, heißt es in dem Statement, das T-Online vorliegt. Die Preisverleihung findet am heutigen Freitag, 1.10. in Köln statt. Cast und Crew sollen geschützt werden, weil hier nicht eine einzelne Person, sondern die gesamte Produktion nominiert ist, sollen mit diesem Schritt die Beteiligten aus Cast und Crew geschützt werden. Heißt es weiter zu der kurzfristigen Entscheidung, die dreiteilige Serie, die bei Netflix zu sehen ist, aus dem Nominierungsfeld zu nehmen? In den vergangenen Wochen und Monaten stand Luke Mockridge immer wieder in den Schlagzeilen. Eine Ex-Freundin hatte ihn für gefühlte Vergewaltigung angezeigt. Luke wies die Vorwürfe zurück. Auch die Staatsanwaltschaft leitete kein juristisches Verfahren gegen den 32-Jährigen ein. Zuletzt hatten im Spiegel dann mehrere Frauen schwere Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen den Comedian erhoben. Der 32-Jährige kündigte daraufhin bei Instagram eine Verlängerung seiner Auszeit an. Den Vorwürfen widersprach er nicht. Er räumte sie allerdings auch nicht ein.